Ich bin nämlich der schärfste Geiger im Erzgebirge. Den haben Sie aus Böhmen vergrault. Der blanke Neid. Der Stülpner Karl aus Scharfenstein, den furchtbar die Herren hassen. Ein ehrbar Förster wollt er sein, sie haben ihn nicht gelassen. Soll ich dem Kerl das Maul stopfen? Ist er von Sinn? Obrigkeit vergreift sich an Straßensängern. Es ist Markttag, noch vorm Abend. Tät aller Pöbel im Umkreis von 10 Meilen lachen über uns. Der Stülpner Karl aus Scharfenstein tut dennoch die Rehlein jagen. Es knallt sein Stutz wald aus, wald ein, den Herren drückt es im Magen. Philipp! Ein schönes Lied über unseren Kampf. Ein wahres Lied. Ich habe schon immer gesagt, dass ihr Mansloth euch an dem Beispiel nehmen könnt. Ich soll wohl auch in den Wald, was? Nein, aber ein Vorbild ist er doch. Der Stübner Karl aus Scharfenstein, der lässt die Armen hoffen. Schießt er den Hirsch, schießt er das Schwein, fühlen sich die Herren getroffen. Das Räuberunwesen in unseren Wäldern wächst. Und dieser Stülpner wird sukzessive gar zum Fahnenträger einer anonymen Opposition. Zum Idol des unzufriedenen Pöbels. Meine Behörden treten diesen Erscheinungen niederster Unmoral nicht entschieden genug entgegen. Wahr ist, kurfürstliche Durchlaucht, dass das Volk in diesen Zeiten schwer regierbar ist. Diese rebellische Disposition des Plebs ist wie ein Wahn, wie ein Fieber. Das man mit den Gesetzen kurieren kann, Herr Minister. Die Gesetze vermögen dagegen nur wenig. Das ist, als lese man tobsüchtig in den Aristoteles vor. Ich fürchte, wir überbewerten das alles. In Sachsen, das wollen Durchlauf bitte bedenken, ist es verhältnismäßig ruhig. Die Auswirkungen von Frankreich her sind im Abklingen. Das 90er Jahr hier wird sich nicht wiederholen. Denn der günstige Lauf der Ereignisse beruhigt gegenüber der Gefahr, die noch am heitesten Tag auf uns lauert. Der versagt vor seiner Verantwortung, Graf von Einsiedel. Gewalt könnte Gegengewalt hervorrufen, euer Durchlaucht. Gewalt hält uns an der Macht, Gewalt kann uns stürzen. Wollen wir das Bestehende erhalten, kann man nichts Feindliches dulden, nicht einmal Aufwiegler in den sächsischen Wäldern. Wir werden Maßnahmen beraten, kurfürstliche Durchlaucht. Wir haben die Herren vom Geheimen Kanzleramt zu Dresden zu uns beordert, um ihnen eine höchst geheime Mission zu übertragen. Unsere Behörden treten den Erscheinungen niederster Unmoral nicht entschieden genug entgegen. Den Herren ist bekannt, dass es zahlreiche Subjekte gibt, die zuerst dieses Amerika als ein Paradies des Volkes darstellten und nun dieses Frankreich. Connu, Herr Minister. Impossible, Herr Minister. Diese Leute wollen aus der Welt einen Küchengarten machen und versuchen, die für das Kraut Mensch bestmöglichste Form des öffentlichen Lebens zu finden. Horrible, Herr Minister. Mal sehen, Herr Minister. Mit diesen Räubern und Irrwischen wird Schluss gemacht. Auf diese Leute werden Kopfpreise ausgesetzt. Bei dem Stülpner recht hoch, damit die Leute sich drum reißen, ihn zu fangen. Die Herren vom Kanzleramt reisen nach Thum, holen den Raubschütz hierher in die Residenz. Die Herren bringen bei dieser Gelegenheit gleich den vor Wochen inhaftierten Pamphletisten Ulich mit. Fini. Bitte sehr, Herr Gerichtsverwalter. Ja, ist gut.
Jetzt heizen Sie uns ein. Zwei Kommissare aus Dresden kommen. Und alles wegen dem Stülpner. Diese Halunke schwächt mich. Das stärkt nach der Reise. Morgen reisen diese Kanzlei auf den Schull an. Bis dahin kann man nichts mehr arrangieren. Gerade, dass man die Steckbriefe aushängen kann. In der Residenz bilden Sie sich wohl ein, 5 Minuten, nachdem Sie ein Wischgeld, kommen die Leute und bringen den Stülpner in Fesseln. Die kennen Ihr Volk nicht. Heiß! Ziemlich. Bleichnagel, sehe er zu, dass wenigstens am Reiseweg dieser Besserwisser die Steckbriefe zu sehen sind. Waldkirchen, Krummhermersdorf, Hohendorf, hier herüber. Ein Wirrwarr ist diese Zeit. Wer da auf Ordnung hofft, der tanzt ohne Musik. Die Welt lässt sich nicht bearbeiten wie meine Registratur. Sonst hätten es die hohen Herren noch leichter. Diese Welt ist unser Golgatha. Was hat er denn zu lachen? Wenn er halt schmerzte, könnte man sie mir auch gleichen hören. Was hast du, Karl? Komm her. Noch nie hat er so gelacht, möchte ich meinen, unser Oberförster. Ihr wisst ja nicht, wie viel ich wert bin. Was gibt's denn? 80 Taler. Und selbst tot bringe ich noch 50. Oh, schön. Ja. Sie haben hier nichts erreicht. Jetzt wollen Sie das Volk auf uns setzen. Ein Steckbrief. Ja. Und suchen Sie nicht? Uh-uh. Du wirst wieder mal bevorzugt. Das sind die üblen Privilegien der Anführer und Prinzipale. Dagegen wird anderswo Revolution gemacht. Zwei Kommissare sollen den Seiler Ulich aus dem Kerker in Thum abholen. Und mich gleich dazu. Der Seiler Ulich, wer ist das? Das ist so ein kluger Kopf. Aber hat was Gedrucktes in Umlauf gesetzt, was der Obrigkeit gar nicht gefallen hat. Überall sollen die Leute jagen können, hat er verlangt, und manches anderes. Ist doch vernünftig. Ist der nichts für uns? Zwei Kommissare und wir kennen ihren Reiseweg. 80 Taler, ein schönes Stück Geld. Das möchte sich mancher verdienen. Das würde reichen für einen Bauernhof mit Kühen und Kälbern. Das hat man nirgendwo laut. Die Leute würden dir die Knochen brechen. Die lieben ihren Stülpner. Wahrhaftig, Sie reden von ihm wie von einem Heiligen. Doch ich fürchte, auch hierzulande gibt es einen Judas. Was meint ihr? So. Eine Handvoll Geld wiegt schwerer als ein ganzer Sack voll Recht und Wahrheit, sagt man. Aber eins ist sicher. Ich verrate den Stülpner gar nie. Recht so, ich auch nicht. Na. Obwohl ich den großen Stülpner kenne. Und leicht wisst, wo er zu finden ist. Oh. Ihr seid befreundet? Er steckt in den Bergen. In einem alten, eingefallenen Silberschacht. Ich könnte euch Geschichten erzählen vom Stülpner Karl, da tätet ihr staunen. Da bin ich sicher. Vor 4 Wochen. Augenblick mal. Warum halten wir? Die Pferde brauchen Wasser, es geht nicht anders. Wir kommen zu spät. Was ist denn, was ist denn? Eilpost, ganz schön teuer nach der letzten Tariferhöhung. Den Reisenden geht's immer noch nicht schnell genug. Tja. Zum Gruß. Wirtschaft, Wasser für die Pferde. Ulrich, Wasser für die Pferde. Ein Kümmel? Nee, heute nicht. Die 2 oder 3, die möchten wir nicht auf den Kopf kommen lassen. Ach, ein Kümmel haut ihn nicht um. Wenn ich ihn einlade, wird er ihn annehmen. Meins, welch. Eine gute Tat, die soll man nicht zurückweisen. So ist es. Und die Fahrgäste kommen noch früh genug an ihr Ziel.
Das ist auch wahr. Wie weit müsst ihr noch? Zum Wohl. Vorsicht, nehmt bloß kein kaltes Wasser, abgestanden aus dem Trauch. Ich komme gleich zurück. Der sagt nicht, wohin er muss. Ja. Marco. Hey Kutscher, ist deine Kutsche festgewachsen? Wir können nicht länger warten, wir müssen nach Thun. Na los, los, mit, mit, mit. Nicht mal reinkommen tun sie, merkwürdig. Aufpassen muss man, die Pferde sind zu empfindlich. Ein bisschen zu kalt und schon haben sie einen Rotz. Auf den edlen Spender. Holla, hier hat jeder seinen eigenen Kümmel. Ja. So. Wohl bekommst. Wohl bekommst. Weißknäppchen, das ist mein erstklassiger Kümmel. So, halte doch an! Zum Teufel mit dem Kerl! Pochast du Beat, Bett Fichu! Diable! An meiner Treu, er ist besoffen! Das eben sagte mein Kollege! Und man soll's nicht glauben! Das eben sagte mein Herr Kollege! Aha. Bonjour, Messieurs! Willkommen immer in meiner pauvren Schenke! Er redet Deutsch mit uns! Er hat zwei kurfürstliche Kommissarii vor sich! Mein Haus steht offen! Bon, 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 lieben Herren! Batikua! Blöder Kupfer! Merci, merci. Es ist soweit. Und wenn ich sage erfolgreich, dann machst du dich fort. Du musst ihn finden. Erst wenn ich sage erfolgreich. Guter Mann, wir müssen nach Thun. Nach Thun? Dringend, er versteht. Der Kerl muss wieder auf die Beine. Koste es, was es wolle. Es soll sein Schade nicht sein. Nehmt einstweilen Platz. Viel schlechter als in Dresden ist mein Wein nicht. Und ein Hühnchen lässt sich auch noch finden. Aber doch probier, Herr Kollege. Die kleine Rast nach der Strapaze sollte uns nicht schaden. Komm, 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 komm. Nee. Na, Bruder, warum so traurig? Heim bin nach dem fernen Dresden. Wasser! Das sollst du haben. Das tut gut. No. Komm, setz dich in die Sonne. Sie trocknet Tränen, trocknet nasse Hosen. Selbst wenn sie heute schon so tief steht. Du, das sagst du mir auch immer. Mhm. Was haben sie denn mit dir gemacht, du alte Schnapsleiche? Du, hm? Du, das möchte ich auch wissen. Bei der letzten Rast, der Pferde hat es nicht, weil die Kommissar gar so drängelten, ein einzigen Kümmel. Sonst vertragst du sechs. Und schon wird man schwarz von Augen. Ich bin ja bei dir, Gott. Euren Kutscher kriegen wir so rasch nicht auf die Beine, doch wüsste ich einen zuverlässigen Mann. Hat der Kerl auch Mut? Der fürchtet nicht einmal des Teufels Großmutter. Nein, 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 nein. Doch wenn ihr Bedenken habt, ihr könnt in meiner Schenke nächtigen. Mensch, wir müssen nach Thun. Wir sind nicht schlecht bewaffnet. Verzeiht, pardon. So plump wie ein Pumpenschwengel. Pöbel bleibt Pöbel. Das man davor, da tät's lieber die Bohrenbomben vom Kurfürsten kutschieren. Du, Ruder, die zwei, die haben in der Geheim oder welchen dem stellt man? Mach den Kerl bloß bald dingfest. Du, das sagst du so. Auf einmal steht er neben dir. Ich glaube, der tut nicht lange fackeln. Tja, was man also hört, mich schaudert's. Du, wenn ich mich verdrücke, kriegst du allenfalls ein paar Dachekerker. Soll ich dich verstecken? Das wär zu schön. Du
Du warst ja stinkbesoffen, hast die Abfahrt vollkommen verschlafen. Zu schön. Mein Gutster, ich bin der Kutscher August. Wenn du nach Dresden kommst, da kennt mich jeder. Komm ich hier raus, weck dir meine alte so ein Striezel. Aber überrasch uns, kocht sie noch einen Leichenschmaus. Christine! Seid doch nicht alle Vernunft widerspenstig! Sollen wir denn die Obrigkeiten strikt drehen? Das ist ein amtliches Dokument! Müssen wir uns dann immer streiten? Du bist gegen Karl, ich bin für ihn und das trennt uns. Du gehst wieder zu ihm, ich sehe. Das kann doch nicht gut gehen, Kind. Dein Stübner macht's nimmer lang. Von ganz oben geht's ihm jetzt an den Kragen. Auch die Dresdner hängen keinen, sie hätten ihn. Ach, Christine! Leb wohl, Vater, ich komme erst morgen zurück. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Da kann doch ein gesunder Mensch stumm drüber werden. Wohin geht denn das schöne Kind? Nach Olversdorf, zur Base Mayan. Aha. Wer's glaubt? Peer, wo bleibt denn nun der neue Kutscher? Wo bleibt der Charretier, den er uns versprochen hat? Voilà, da ist er. Aber die Ehre, Hochedelherrn. Traut er sich zu, die Herren samt dem Kutscher heute noch nach Thun zu führen? Allemal. Die Gegend, wo der Stülpner spukt, die wüsste ich wohl zu meiden. Still, verstehe er die Herren nicht. Ja, ja, also los, spanne an. Es wird bald dunkel, ja? Ich bin sicher, die Fahrt wird für euch erfolgreich. Erfolgreich! Den Kutscher übernommen haben, wenn alles richtig läuft. Vielleicht bin ich schwach. Manchmal, wenn nachts die Grillen zirpen, dass ich nicht mehr schlafen kann, dann denke ich, Karl, bleib doch im Böhmischen. Komm nicht mehr auf unsere Seite. Wer bin ich drüben? Gerade wie hier ein Raubschütz und ein Rebell. Und nicht einmal. Hier, die Leute in den Dörfern achten mich, helfen mir. Und selbst die Herren haben immerhin Respekt vor mir, bis hin nach Dresden. Solch Ruhm will das erworben sein. Ich bin sicher dumm, doch weißt du, manchmal träume ich. Ein kleiner Hof, paar Morgen Land, zwei große Katzen. Die mit unseren Kindern spielen. So ein halbes Dutzend hätte ich gern von dir. Das muss ein Traum sein aus einer anderen Welt. Du bist nicht glücklich. Ich weiß nicht. Der Wald, so schön er ist, ersetzt uns nicht die Welt. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel mit den Dresdner Kommissaren, ersetzt das die Welt? Nein, auch nicht. Du bist ein großer Junge. In unserer Lage bleibt uns nur der Traum, die Hoffnung, dass alles, alles anders wird. Und es wird. Wann? Das weiß ich noch nicht. Und wie? Lang darf es nicht mehr dauern. Unser Leben ist zu kurz.
tschechische Christ ist ein blödes Hundelspitz. Du sollst den Stülpner suchen, in der Jagdhütte auf dem Adlerstein. Nun mach, dass du fortkommst. Auf der Poststraße sind wir schon lange nicht mehr. Hey, Fuhrmann, ist das noch die rechte Straße? Gleich muss der Kreuzweg kommen. Ja, so ein Kreuzweg hat's in sich. In der Spinnstube, als ich noch ein kleiner Bub war. Spart euch die Ammenmärchen. Zu tun, der Gerichtsverwalter wartet auf uns. Wir fahren hier schon. Alter! Wenn er nicht kommt, dann ist etwas schiefgegangen. Dann ist der schlaue Plan verratzt. Jede Stunde Angst von dir. Wie zahle ich ihn heim? Ich habe ja nur so ein bisschen Angst um dich. Ein bisschen. Das zählt auch. Und dafür hasse ich sie. Ach, Hass gilt dich nur selber. Da bist du ja. Sag mal. Alles gut gegangen. Ich lasse ihn dir hier als Wächter. Halt mein Seil. Danke. Schön langsam. Wir sind am Kreuzweg. Mon de Dieu, ich sehe es. Hör zu! Ich weiß nicht, soll ich links oder rechts abbiegen? Das Individuum bringt mich noch ins Grab. Ein schöner Fuhrmann. Ach, Kerl, hier steht's doch. Nach Thum rechts abbiegen. Mir scheint, sich führt uns geradeaus. Geradeaus? Thum, solange die Pferde frisch sind. Ja, vielleicht gibt's einen Weg und noch einen anderen. Die Frage ist, was ist der kürzeste? Nach rechts. Na gut, dann fahr ich eben nach rechts. Eine Romanze werde ich dichten daheim. Eine Romanze von der Nacht im Walde. Blöder Couchon. Ja, wir fahren los. Fahr zu. Und ich fahr dahin. Klar? Alles klar. Die Masken. Noch ist kein Schuss gefallen. Wart's ab. Moblo, jemand schießt. Zum Teufel. So, halt er an. Nein. Weiter. Rasch nach Thun. Nein, halt, halt. Ja, was denn nun? Anna, fahr er zu. Hier ist gefährlich. Nur langsam, edle Herren. Mir scheint, hier ist was mit der Deichsel. Weiter, Kutscher, fahr her! Ein Bolzen ist los. Ein paar Schläge nur. Warum? Der hat gesagt, nein, wir müssen das Gelände regeln, aber nur ziehen können. Jetzt! Zu Hilfe! Räuber! Raus mit euch, ihr Lumpen! Wir haben es doch geschafft! Ihr seid uns schnell! Los, beeilt euch mal raus! Schneller! Nicht ruhig, ein Geldsäcke, los, raus mit euch! Ziert euch nicht so! Na los, wollen mal sehen, was er bei euch führt. Im Namen unseres gnädigen Herrn, des Kurfürsten von Sachsen, wir protestieren. Scheißt euch nicht in die Hosen, hier im Wald gibt's keine Wäscherin. Mein Herr, wir sind kurfürstliche Kommissare. Sacramento, genug geschwafelt. Heraus mit euch, Figuren, an die frische Nachtluft. Ich such die Dresdner Schranzen gut, Stülpner Karl. Na, worauf du dich verlassen kannst und gründlich. Er ist... Na? Stülpner Karl. Das wird euch teuer zu stehen kommen. Für diesen Überfall werdet ihr... Was ist? Und nicht vom Fleck gerührt. Der Förster! Der? Wo? Zu Hilfe! Helft, Herr Förster! Die fette Beute jagst du uns nicht ab! Was wir einmal haben, geben wir auch nicht mehr her! Das wollen wir sehen, ihr Wegelager. Auf ihn, wir sind drei! Kraft ihn! Mach den Dinger aus! Der durch die Feiglinge! Die Stöckner Bande wird noch nie geschlagen! Des Todes. Schont uns, guter Förster. Lasst uns ziehen, wir wollten doch nur... Schert euch fort, ich hab gehacktes Blei geladen. Na? Lasst euch nie wieder sehen. Gevatter Förster, das war Hilfe in der größten Not. Der Dank des Hofs ist euch gewiss.
ist. Oh, wer seid ihr, tapferer Retter? Ich bin so ein schlichter Jägersmann. Oh, Mut fragt sich mit Bescheidenheit. Ja, Mut wird mehr gelobt als gelebt. Echt schönes Bommo. Hätte er den Stülpner nur gleich eingefangen. Dieser stand nicht in meiner Macht. Der Hasenfuß von Kutscher hat sich in die Büsche geschlagen. Nun ist die Sache so, wir müssen heute noch nach Thum. Ja, ich weiß. Ich weiß den Weg nach Thum, den weiß ich. Wenn er uns hinkutschiert, sein Schade soll es nicht sein. Natürlich. Ah. Die Deichsel ist hinüber. Mit diesem Wagen kommt ihr heute nicht mehr nach Thum. Nom de Dieu. Hin ist die Deichsel. Saubere Arbeit. Akkurat. Wie sich's der Stülpner gedacht hat. Nimm die Fetzen von den Visagen. Welch sein soll, fürchte ich mich vor euch. Ich hab vielleicht blaue Flecken. So wahrhaft die Drischen war nicht ausgemacht. Trink Schlädern, Schnaps aus Böhmen. Heid Liebesschmerz und blaue Fleck. Eine neue Deichsel noch in dieser Nacht. Das wird nichts, edle Herrn. Das sieht aus wie eine wohlerdachte Missetat. Von Kerlen, die der Obrigkeit nicht untertan sind, unsere Wälder voll. Der Pöbel ist der größte Haufen auf der Erde. Seid ihr sicher, dass es der Stülpner war, der uns überfallen? Wo und was der Stülpner treibt, weiß keiner nicht genau. Außer er selber. Die Pferde sind wohl auf. Man könnte nach Thum hinreiten. Ungesattelt? Ich werde zu Schanden. Ohne Sattel. Da demoliert's den Arsch. Verzeiht die raue Jägersprache. Besser, ihr verbringt die Nacht nicht hier. Ja, das hieße auf zu Fuß nach Thum. Oh weh. Ja. Ein demolierter Schädel wäre schlimmer als ein durchgerittener Hintern. Bitte, was war denn das? Wölfe. Wölfe? Das war nicht schlecht. Nochmal. Wie spricht der böse Wolf? Ich dachte, es gäbe keine Wölfe mehr in Sachsen. Zu Zeiten wechseln welche aus dem Böhmischen herüber. Ja, ja, schon besser. Man ist auf der Hut, mein Herr Kollege. Es ist nur einer, denke ich. Ich brenne ihm eine Kugel auf den Pelz. Ihr bewacht am besten indes die Kutsche. Besser schon, wir sind in eurer Nähe. Und stehen euch bei, wenn's not. Ja. Eure Kühnheit macht euch Ehre. Doch haltet euch ein paar Schritte hinter mir. Ja, ja, ja. Doch nicht so leise. Leise, leise, leise. Da muss der Wolf ein bisschen trampeln. Fast ein Blattschuss. Heidmanns Glück. Das Untier ist getroffen. Das muss ein starkes Stück gewesen sein. Wahr gesprochen. Das Tier verendet im Dickicht. Ja. Horst, was ist das? Unsere Keule! Keule! Schwadron Galopp! Hi! Du heb deine Beine gefühl! Na komm schon! Hey! Das war der Stülpner, Karl! Ihr hättet bei den Pferden bleiben sollen. Ach was, mein guter Förster, um die Gäule ist es nicht. Die Staatsräson ist in Gefahr. Man ahnt bei Hofe gar nicht. Ach was, seht in Schoß Publik. Der Herr Minister ist noch nie in diesen Teufelswald geraten. Was resoniert er, Herr Kollege? Die Frage ist, wie kommen wir hinaus? Tja. Ihr Herrn, nicht mehr als eine Viertelstunde von hier liegt meine Höhle. Sicher wie eine Burg, tief in der Erde. Ich habe sie mir wohnlich eingerichtet. Manchmal ist es gut, zur Nachtzeit gleich im Wald zu wohnen. Beispielsweise, wenn die Hirsche fegen. Ja, und da könnte ich euch schon unterbringen. Wackerer Lebensretter, euer Angebot, wir nehmen es dankbar an. Wer da? Gut, Freund. Bock ist tot, ist die Paul. Ist alles glatt gegangen. Zum Gruß, Christine. Keine Sorge, der Stülpner ist wohl auf. Der könnte morgen schon ein Fuhrgeschäft eröffnen. Habt ihr keine Angst, das Pferd lieber am Rabenstein zu schaukeln? Wenn ich ans Hängen denke, so sehe ich immer die verhasste Fratze des Thumerschinders. Günther, meine ich, in den Lüften schaukeln. Dominikus, red nicht so. Mir graut's. Mir hat's gegraut, wie sie den Vater mir genommen. Die Hirsche Jahr für Jahr. Das bissl Ernte zertreten und gefressen. Da hat der Vater eine Schlinge gelegt. Der Herrschaftsjäger hat den Hirsch zuerst entdeckt. Noch einmal sehe ich meinen guten Alten auf dem faulen Stroh,
Die Gelenk zerschunden von den Ketten. Still, es ist die Stunde nicht. Ist nie die Stunde. Feig und verzagt ist unser Eins. Das bisschen Brot dran schaffen für die Mutter und die Kleinen. Mir wäre wohl, ich könnte in die Wälder wieder, Karl. Bitte, ich habe ein wenig Licht gemacht. Vorsicht, mein Mantel. Danke. Imposant. Ja. Derlei hätte ich nicht vermutet. Ja, danke, merci. Jo. Favorabel, so eine Höhle. Will nur hoffen, dass der Stülpner euren Unterschlupf nicht weiß. Hm, mir wird der Stülpner nicht gefährlich. Na, unterschätze er diesen Räuber nicht. Wenn ich den edlen Herrn vom Hofe mit meinem schlichten Jäger trunke. Ein wenig nur. Ja. Auf eine solche Nacht ist mir alles recht. Ein Zwetschgenwässerchen aus dem Böhmischen. Eine Romanze werde ich dichten, wenn ich wieder heil in Dresden. Eine Romanze auf den braven Jägersmann. Auf euer Unternehmen. Zum Wohl. Aber das Santé. Nicht? Nom de Dieu! Der Gaumen meines Kollegen ist ein wenig verwöhnt vom milden Ungarweine. Ungarwein? Warum auch nicht? Moment. Voilà. Morbleu, wie kommt denn ein Herrschaftsjäger an ein solches Weinfass? Hat mir Graf Einsiedel gar gnädigst überlassen. Oh, ihr scheinet ja hoch in Gnaden zu stehen. Oh ja. Der Herr Graf und auch der Herr Gerichtsverwalter sprechen oft von mir. Und um Wein zu trinken, gibt es 5 Gründe. Einmal wegen eines Festtages, sodann, um vorhandenen Durst zu stillen, ferner, um künftigem Durst vorzubeugen, viertens, den guten Wein zu ehren und endlich, um jeder Ursache willen. Prosit, Monsieur. Sehr fein, Bernard. Prost. Aber das na, der Blume. Eine Scheibe Wildschweinbraten dazu, dann schmeckt der Wein noch mal so gut. Ja. Parbleu, will er uns das weitgerechte Zechen lehren? Ei, gewiss nicht. Oh, exquisit. War er schon einmal wie unser einer mit seinem Kurfürsten auf der Hofjagd? Nein. Nein. Mensch, da geht es zu. Die Strecke. An die 1000 Hirsche, die Sauen und Rehböck nicht gerechnet. Merci, Monsieur. Und hinterdrein der Jägerschmaus. Tokaja ist nur das Geringste. Chianti. Von den Welschen. Malaga von den Hispaniern. Mhm. Und jedem adligen Schützen zur Erinnerung eine Büchse. Er würfe seinen jämmerlichen Prügel, sähe er diese Waffen auf den Mist. Mhm. Glaube ich kaum. Schenk er noch mal ein. Mhm. Mhm. Oh. Ermundet. Mich deucht, ihr steht bei unserem erlauchten Kurfürsten hoch in Gnaden. Als ich euch das erste Mal sah, dachte ich, ihr seid Beamte mehr so subaltern. Verzeiht, es ist... Cachet. Bei unserer Verkleidung ein Irrtum, der entschuldbar ist. Könnte sein, wir bräuchten am Hofe einen neuen Jägermeister. Wir könnten das lancieren. Vor ein paar Jahren hätte ich euch die Füße geküsst für eine solche Offerte. Doch heute bin ich bei Hofe nicht der richtige Mann. Ich habe mir raue Sitten angewöhnt. Na, was ist? Pozdravas, Bambu. Alles ist nach Plan verlaufen. Der Karl gibt den beiden den Rest. Sie sind zwei, er ist nur einer. Zwei von den Strohmannen? Schaffe ich 10 auf einen Streich. Bisschen tollkühn ist er schon, der Stülpner. Ja. Keinen Schluck mehr. Wir brauchen klare Köpfe. Wir führen doch alle Vollmachten für Günther bei uns. Ah. Wie wär's, wenn wir euch um 80 Taler reicher machten? Hm? Treibt euren Spott nicht mit einem armen Jäger. Die 80 Taler stecken in einem Kasten verborgen unterm Rücksitz unserer Kutsche. Das Kopfgeld für den Stülpner, hm? Ist das nicht ein bisschen viel für einen Mann? Der Kerl, er hat ja keine Ahnung von Geheimpolitik. Mensch, hör doch mal zu. Politik. Er ist doch wohl für Recht und Ordnung. Wenn sie gerecht ist, ja. Morbleu, das sag ich euch. Da geht so ein Subjekt. Der rote Ulich heißt er wegen seines Schopfes. Geht dahin, hat was von den Franzosen aufgeschnappt und druckt, ich weiß nicht wo, Pamphlete wider unseren Herrn, den Kurfürst. Jagdrecht für das Bauernpack, Abschaffung von Fron- und Spanndienst. Na, stellt euch vor, die Bauern gingen nicht mehr auf die herrschaftlichen Felder. Ungeheuerlich. Noch. Und was ist aus diesem Ulich geworden? Ja. Geheimmission.
Pass mal auf. Dort. Stülpner, den wir noch nicht haben. Prost. Hier, Ulicht, der bei Nacht und Nebel in des Günthers Katzerstub gebracht wird. Aber den wir morgen schon mit uns nach Dresden führen. Ja. Die Soldaten des Chemnitzer Regiments schrieben Leid. Ja? Dort peinlichstes Verhör. Bei all dem helft ihr uns. Seid unser Fuhrmann. Für die rechte Sache? Immer. Prost. Aber er sollte geadelt werden. Ja, sag er selber. Was? Sollen wir solcher Stolche wegen schlechter leben? Nein. Trink, der Herr. Es gibt ein Bauernwort. Nach Vollmond folgt auch wieder Neumond. Es müsste eine Zeit sein, dass du jetzt losreitest. Bin der Tücher um die Hufe, dann kann ich schnell zur Höhle kommen. Und wir wechseln die Deichseln aus, Burschen. Den Lumpen noch die Staatskarosse reparieren. Und du haltest der Weizer Fuhrmann schenken. Und wenn der Kutscher August nicht will, bind ihn aufs Pferd. Ja, ja. Er muss her. So ist das fast doch nur halb. Herr Nachbar zur Rechten, Herr Nachbar zur Linken, wir wollen einander den Becher zutrinken. Tags den Hirsch geschossen, nachts wird Wein gesoffen, und wie's später wird, ist uns ganz wurscht. Gesundheit der Schönsten, die lebet auf Erden, von welcher wir wünschen, geliebet zu werden. Tags den Hirsch geschossen, nachts wird Wein gesoffen, und wie's später wird, ist uns ganz wurscht. Saft voll euch und voller und sinket dann nieder. Schlaft feste und lange, steht auf und sauft wieder. Tags den Hirsch geschossen, nachts wird reingesoffen. Und wie's später wird, ist uns ganz wurscht. Na, wo bist du, Herr Kollege? Komm rauf! Herr Kollege, mein Busenfreund. Kleines Tröpfchen vorsichtig. Man fühlt sich hier wie bei Hof. Den Stülpner heute noch befüllen. Das sind wir gleich hier. Was hält er davon? Ich mach mit. Auf, Herr Kollege! Es fallen mehr Leute durch Gläser als durch Pistolen. Kann er uns ein Pferd schaffen? Ja. Zwei. Oh, zwei. Hier ist schon der erste Gaul. Au. Schönes Fell. Aber hopp. Vorsicht, es ist ein Racker ist das. Ein Racker? Ja. Das ist hopp, Racker. Der bockt. Herr Kollege! Man kann doch auf dem Pferd nicht schlafen. Halt er schon mal vor, ich komm nach. Sind wir schon im Tum? Noch nicht, aber bald. Schön. Ja. Wasser reißt Eichen um. Und wenn ein bisschen Wein drin ist, sogar Geheimkommissäre. Wir müssen uns beeilen, sonst geht die Nacht vorüber. Oh, ja, Wir müssen uns beeilen, sonst geht die Nacht vorüber. Ja, ich hab vorhin noch. Okay. Hört ihr Herren und lasst euch sagen.
unsere Glock hat 12 geschlagen. Raus. Philipp Makar. Nur ruhig, Waltin. Dir tut keiner was. Wo ist der Günther? Ist er nach Scharfenstein. Der Wohllebe hütet's Haus. Das wollte ich wissen. Flug's ab zu deiner Alten. Du hast nichts gesehen und nichts gehört. Hau ab! Schlaf, die alte Krähe. Warte, wir werden ihn schon wach kriegen. Wer molestiert denn um diese Zeit die Obrigkeit? Ist der Gerichtsverwalter Günther? Sein Büttel nur. Ah, raus mit ihm. Nom de Dieu! Er schuldet seiner durchlauchtigsten Hoheit dem Kurfürst von Sachsen allerhöchst Respekt. Gewiss, ich komme gleich. Jetzt möchte ich ihn gerne eine auf die Nacht mitzauen. Aber nur, wenn er Scherererei macht. Dann verscharren wir ihn im Nebel. Hochedler Herrn, verzeiht. Schon gut, schon gut. Die Zeitläufte sind gefährlich. Nur eine Formalität, wenn ich um die Legitimation bitten dürfte. Auch wenn er kann lesen. Hochedle Herren, wenn ich nur gleich gewusst hätte, dass ihr die kurfürstlichen Herren geheimen Kommissare seid. Nun weiß das ja. Bitte nur höflichst hereinzutreten. Ein Nachtquartier wäre schnell geschafft. Noch bitte was zu essen. Mal halten, weiterlesen. Den PP-Delinquenten Hermann Uhlig unauffällig zum Verhör nach Dresden. Aus mit dem Uhlig, aber schnell. Mordblöd! Saukerl! Den Uhlig, meine ich. Das Siegel, bitte noch, verzeiht. Hat seine Richtigkeit. Also. Soll ich ihn binden oder fesseln oder kneten? Hab die Possen. Mit Verlaub, ich hol den Schuft. Jetzt wäre so eine Gelegenheit. Ach, wir machen uns doch nicht die Hände schmutzig. Was meinst du, wie der Günther den... Heraus mit dir, du Bursche! Die Herren haben eine feine Reise zu bieten. Ja, habt ihr nicht ein gutes Pferd im Stall? Unser Handgaul hat uns schlapp gemacht auf dem Parforceritt von Dresden. Ja, da wäre nur der Hektor. Ja, konfisziert, vorübergehend. Her mit dem Hektor. Und gut gesattelt. Mein schöner Hektor! Ich bis 20 zähle, ist der Hektor hier. Eins, nom de Dieu. Zwei, drei, vier, fünf, sieben. Und schon sind wir bei der Neun. Dass er nicht ausreißt, vielleicht holt er Hilfe. Der Speichellecker nicht. Wer seid ihr? Gut Freund und kein Mucks. Wäre besser, täte ein bisschen zittern. 17! Hm? Das hieß, ich wäre frei und ihr seid... Ja. Na komm. Gräm dich nicht, mein Hektor. Hast es gut. Begegnet es vielleicht sogar dem Kurfürsten. Na komm. Korbzeug, den Uhlig und seinen ganzen anderen meine ich. Und unterstehe er sich einen Fluchtversuch zu machen. Ah. Wenn er keine Kugel im Kopf haben will. Ab. Ab ins Bett. Ja. Aber schnell. Ihr seid ja gar keine Hilfe! Räuber! Mordior! Ihr Bürgersleute von Thun! Du die Kanäle! Hilfe! Ihr erwischt! Au! Das darfst du nicht! Das ist... Au! Aua! Au! Fort! Stülpner! Da sind sie! Hinterher! Na los, schieß doch! Hinterher! Schneller! Verdammt nochmal, dein Stülpner! Das war deine letzte Schandtat! Der hat vielleicht ein Gewicht.
frei. Ich bin frei. Es gab Momente, da hätte ich nicht mehr dran geglaubt. Zu essen, was mir behagt. Hinzugehen, wo mir beliebt. Zu sagen, was ich denke. Hat noch als Dankstück. Ne? Ach, mir war es ein Spaß. Na, seid nicht zu bescheiden. Mir ist, als wäre ich neu geboren. Verbindet dieses neue Leben mit uns? Hier im Wald, da findet ihr mehr Freiheit als irgendwo sonst auf der Welt. Ach, weiß nicht recht. Ah, hier sind wir sicher vor den Herren, die das Volk bedrücken und verarmen. Ja, ihr seid hier so halbwegs sicher. Doch hat das Drücken und Verarmen im Land noch kein Ende. Was wollt ihr damit sagen? Ich dächte nur an mich? Streiten die sich? Was haben Sie denn? Das ist klingt nicht gut. Und wenn ich mir eure Freundschaft verscherze, sei's drum. Ihr schießt das Wild, ihr schenkt den armen Hasen. Das stillt für einen Sonntag ihren Hunger. Doch bleibt die Not. Ja, sie wächst von Tag zu Tag. Oh. Ein Sonntagsbraten ist besser als gar kein Braten. Und mir bedeutet es schon viel, den Fürsten zu piesacken. Ja, doch bleibt er wohl der Herr im Land. Oh, die Herren fürchten uns. Sie schicken Büttel nach uns aus, Soldaten, Kommissäre. Und? Die Ehre teilt ihr am Ende mit jedem dummen Räuberhauptmann. Ihr seid ein furchtbar schlauer Tintenkleckser. Schreibt so Pamphletchen. Und? Der Herr bleibt Herr. Die Not bleibt Not. Ah, hier und vor der Hand habt ihr recht. Wir handeln mit der Tat. Eine Tat ist besser als 1000 Tintenworte. Manchmal ist das Wort die Tat selbst. Ah, das wäre. Wer sich gegen die eingewurzelte Ordnung wirklich auflehnen will, wirksam, muss mehr wissen als die anderen. Muss klare Verständigkeit besitzen. Einfach losschlagen, ändert nicht die Welt. Das hieße Kusch, bis du beißen kannst. Ich will lieber ein Dummkopf sein als ein tatenloser Schurke. Hütet euer Maul. Wollt ihr mir drohen? Hey, Herr Kollege. Nom de Dieu. Wo sind wir? Im Wald, wie mir scheint. Da sind wir eingeschlafen. Mag wohl so sein. Ach, ich hatte einen bösen Traum. Ihr auch? Ihr etwa auch? Da stimmt was nicht. Hey! Hey! Oh, blöd, das ist Zauberei. Kerl! Alter. Bin er den Tag verschlafen? Mein armer Schädel. Ich glaube, in dem verflixten Wald da geht der Satan um. Wie ist er denn hierher gekommen? War er nicht besoffen in der Schenke? Besoffen? Ich? Nom de Dieu. Am Ende. Am Ende. Wir besoffen. Ja. Aber wovon eigentlich? Da war doch nichts im Gepäck. Ich denke mir nur die aufgeregten Nerven, Herr Kollege. Wenn man sehr übermächtigt, sagt der Obermedikus zu Dresden, so hört man Stimmen und wohl auch Halluzinationen. Halluzinationen. Nein, nein. Auch wer nach dem Guten strebt, kann Unrecht tun. Welch ein Widerspruch. Schaut nach Frankreich, wo sie für die Brüderlichkeit eintreten und so viel Unbrüderliches sich zuträgt. Oh, wer weiß da schon genaues? Ja, auch das Unkraut im Saatfeld gibt Hoffnung auf Frucht. Und wir sind das Unkraut? Unkraut vergeht nicht. Eine schöne Aussicht, die beruhigt. Schade. Ich dachte, wir gehörten zusammen. Unser Hass ist gleichgerichtet. Gegen die Despoten. Wir gehören zusammen. Wenn ihr es auch noch nicht wisst. Ich könnte nicht leben. Den Hass im Buchstaben vertrocknet wie eine tote Blume. Und ich könnte nicht leben hier im Wald, abgetrennt von dem Elend aller Übrigen. Hm. Lasst uns eilen. Rafft euch auf, sonst gehen uns die Kommissare durch die Lappen. Der Ulich ist nicht unser Mann. Wieso? Er muss die Kommissare wiedersehen, rasch. Raus aus die Gnädel, rein in die Gnädel. Ich will mal sagen, gestern, da hat man nicht so eine Lapsche Deichsel.
Ach was, der träumt noch immer. Fahr ja zu, dass wir nach Thun kommen. Nach Thun, die Herren! Den Weg könnt ihr euch sparen. Der Förster. Den Ulich habe ich schon herbeigeschafft, da ist er. Tja, entbietet ihm einen höflichen guten Morgen, oder hat's euch die Sprache verschlagen? Dann war es kein Traum? Nom de Dieu, der Förster. Ja, ich heiße Stülpner, wenn's euch nichts ausmacht. Ihr seid der Stülpner? Ja, der Stülpner. Räuber, Mörder, Wegelagerer, wie man ihn am Dresdner Hofe nennt. Oder dummer Räuberhauptmann. Was ist die Wahrheit? Habe ich euch ein Haar gekrümmt heute Nacht? Bedenkt, ihr wart in meiner Hand. Habe ich die 80 Taler euch gestohlen? Schaut nach! Das geht. Wo ist der Schlüssel? Hier ist er doch. Ah, ja. Bedenkt, wie leicht konnte ich es nehmen. Nicht wahr? Wir werden es bei Hofe berichten, dass ihr ein ehrlicher Jäger seid. Danke. Aber gebt uns auf der Stelle diesen Ulich in die Hand. Der geht allein auf Reisen. Bloß dazu ist der Meister Ulich schlecht gerüstet. Ein Hut. Ein guter Hut ziert seinen Mann. Ja. Und ein feiner Mantel tut ihn wärmen. Und so Pistölchen können auch von Nutzen aber sein. Da wäre noch ein Handel. 80 Taler dem, der euch den Stülpner lebend überbringt. Hier bin ich. Lebend. Darf ich bitten? Raus! Mein Kollege ist. Ja. Die Taler könnt ihr brauchen. Kostet Drucken nicht Geld? Tja, wie wollt ihr mich nun festhalten? Am besten, wir lassen ihn hier. Geh er in seinen Wald. Wir können ihn zu dieser Stunde nicht brauchen. Ich hoffe, ihr lasst uns unsere Wege ziehen. Ja, nach Dresden. Nicht nach Thum. Kutscher, fahr er los. Wendt er und fahr er heimwärts. Da ist er. Hab Dank, Stülpner. Nichts für ungut. Wir wollen Freunde bleiben. Dasselbe wollen macht Freunde, wie es immer auch bestellt sein mag. Und vielleicht ist vieles, was ihr mir gesagt habt, mehr wahr, als ich mir selber zugestehen will. Ja. Na komm. Hoppa. Servus. Grüß dich. Auf Wiedersehen. Schönen Gruß an den Kurfürsten. Der hätte gut zu uns gepasst. Klugscheißen kann ich allein. Der ist klüger als wir alle zusammen. Hm? Frauen sind immer anderthalb Mal klüger. Ja. Da hinten lasse, wer hoch sich freut. Die leichenblasse Vergangenheit. Der Gram soll heute bei goldenem Wein
geklaut? Gewalt hält uns an der Macht, Gewalt kann uns stürzen. Wollen wir das Bestehende erhalten, kann man nichts Feindliches dulden, nicht einmal Aufwiegler in den sächsischen Wäldern. Wir werden Maßnahmen beraten, kurfürstliche Durchlaucht. Wir haben die Herren vom Geheimen Kanzleramt zu Dresden zu uns beordert, um ihnen eine höchst geheime Mission zu übertragen. Unsere Behörden treten den Erscheinungen niederster Unmoral nicht entschieden genug entgegen. Den Herren ist bekannt, dass es zahlreiche Subjekte gibt, die zuerst dieses Amerika als ein Paradies des Volkes darstellten und nun dieses Frankreich. Connu, Herr Minister. Impossible, Herr Minister. Diese Leute wollen aus der Welt einen Küchengarten machen und versuchen, die für das Kraut Mensch bestmöglichste Form des öffentlichen Lebens zu finden. Horrible, Herr Minister. Mal sehen, Herr Minister. Mit diesen Räubern und Irrwischen wird Schluss gemacht. Auf diese Leute werden Kopfpreise ausgesetzt. Bei dem Stülpner recht hoch, damit die Leute sich drum reißen, ihn zu fangen. Die Herren vom Kanzleramt reisen nach Thum, holen den Raubschütz hierher in die Residenz. Die Herren bringen bei dieser Gelegenheit gleich den vor Wochen inhaftierten Pamphletisten Ulich mit. Fini. Bitte sehr, Herr Geldverwalter. Ja, ist gut. Guten Morgen. Jetzt heizen Sie uns ein. Zwei Kommissare aus Dresden kommen. Und alles wegen dem Stülpner. Dieser Halunke schwächt mich. Das stärkt nach der Reise. Morgen reisen diese Kanzlei auf den Schultern. Bis dahin kann man nichts mehr arrangieren. Gerade, dass man die Steckbriefe aushängen kann. In der Residenz bilden Sie sich wohl ein, fünf Minuten nachdem Sie erwischt werden, kommen die Leute und bringen den Stülpner in Fesseln. Die kennen Ihr Volk nicht. Heiß! Und den Seiler Ulich aus dem Kerker in Thum abholen. Und mich gleich dazu. Der Seiler Ulich, wer ist das? Das ist so ein kluger Kopf. Aber hat was Gedrucktes in Umlauf gesetzt, was der Obrigkeit gar nicht gefallen hat. Überall sollen die Leute jagen können, hat er verlangt, und manches anderes. Ist doch vernünftig. Ist der nichts für uns? Zwei Kommissare und wir kennen ihren Reiseweg. 80 Taler, ein schönes Stück Geld. Das möchte sich mancher verdienen. Das würde reichen für einen Bauernhof mit Kühen und Kälbern. Das hat man nirgendwo laut. Die Leute würden dir die Knochen brechen. Die lieben ihren Stülpner. Wahrhaftig, Sie reden von ihm wie von einem Heiligen. Doch ich fürchte, auch hierzulande gibt es einen Judas. Was meint ihr? So. Eine Handvoll Geld wiegt schwerer als ein ganzer Sack voll Recht und Wahrheit, sagt man. Aber eins ist sicher. Ich verrate den Stülpner gar nie. Recht so, ich auch nicht. Na. Obwohl ich den großen Stülpner kenne und leicht wisst, wo er zu finden ist. Ihr seid befreundet? Er steckt in den Bergen, in einem alten, eingefallenen Silberschacht. Ich könnte euch Geschichten erzählen vom Stülpner Karl, da tätet ihr staunen. Da bin ich sicher. Vor 4 Wochen. Augenblick mal. Warum halten wir? Die Pferde brauchen Wasser, es geht nicht anders. Wir kommen zu spät. Was ist denn, was ist denn? Eilpost, ganz schön teuer nach der letzten Tariferhöhung. Den Reisenden geht's immer noch nicht schnell genug. Tja. Zum Gruß. Wirtschaft, Wasser für die Pferde. Ulrich, Wasser für die Pferde. Ein Kümmel? Nee, heute nicht. Die 2 oder 3, die möchten wir nicht auf den Kopf kommen lassen. Ach, ein Kümmel haut ihn nicht um. Wenn ich ihn einlade, wird er ihn annehmen. Meins, welch. Eine gute Tat, die soll man nicht zurückweisen. So ist es. Und die Fahrgäste kommen noch früh genug an ihr Ziel. Das ist auch wahr. Wie weit müsst ihr noch? Zum Wohl. Vorsicht, nehmt bloß kein kaltes Wasser, abgestanden aus dem Trauch. Ich komme gleich zurück. Der sagt nicht, wohin er muss. Ja. Nachgucken. Obrigkeit vergreift sich an Straßensängern. Es ist Markttag.
noch vorm Abend. Tät aller Pöbel im Umkreis von 10 Meilen lachen über uns. Der Stülpner Karl aus Scharfenstein tut dennoch die Rehlein jagen. Es knallt sein Stutz wald aus, wald ein, den Herren drückt es im Magen. Ein schönes Lied über unseren Kampf. Ein wahres Lied. Ich habe schon immer gesagt, dass ihr Mansloth euch an dem Beispiel nehmen könnt. Ich soll wohl auch in den Wald, was? Nein, aber ein Vorbild ist er doch. Der Stübner Karl aus Scharfenstein, der lässt die Armen hoffen. Schießt er den Hirsch, schießt er das Schwein, fühlen sich die Herren getroffen. Das Räuberunwesen in unseren Wäldern wächst. Und dieser Stülpner wird sukzessive gar zum Fahnenträger einer anonymen Opposition. Zum Idol des unzufriedenen Pöbels. Meine Behörden treten diesen Erscheinungen niederster Unmoral nicht entschieden genug entgegen. Wahr ist, kurfürstliche Durchlaucht, dass das Volk in diesen Zeiten schwer regierbar ist. Diese rebellische Disposition des Plebs ist wie ein Wahn, wie ein Fieber. Was man mit den Gesetzen kurieren kann, Herr Minister. Die Gesetze vermögen dagegen nur wenig. Das ist, als lese man Tobsüchtigen den Aristoteles vor. Ich fürchte, wir überbewerten das alles. In Sachsen, das wollen Durchlaucht bitte bedenken, ist es verhältnismäßig ruhig. Die Auswirkungen von Frankreich her sind im Abklingen. Das 90er Jahr hier wird sich nicht wiederholen. Denn der günstige Lauf der Ereignisse beruhigt gegenüber der Gefahr, die noch am heitesten Tag auf uns lauert. Der versagt vor seiner Verantwortung, Graf von Einsiedel. Gewalt könnte Gegengewalt hervorrufen, euer Durchlaucht. Ich bin nämlich der schärfste Geiger im Erzgebirge. Den haben Sie aus Böhmen vergrault! Der blanke Neid. Der Stülpner Karl aus Scharfenstein, den furchtbar die Herren hassen, ein ehrbar Förster wollt er sein, sie haben ihn mitgelassen. Soll ich den Kerl das Maul stopfen? Ist er von Sinn? Ziemlich. Bleichnagel, sehe zu, dass wenigstens am Reiseweg dieser Besserwisser die Steckbriefe zu sehen sind.
Waldkirchen, Krummhermersdorf, Hohendorf, hier herüber. Ein Wirrwarr ist diese Zeit. Wer da auf Ordnung hofft, der tanzt ohne Musik. Die Welt lässt sich nicht bearbeiten wie meine Registratur. Sonst hätten es die hohen Herren noch leichter. Diese Welt ist unser Golgatha. Was hat er denn zu lachen? Herr Heidschmerz, könnte man Sie mir auch reichen hören. Was hast du, Karl? Komm her. Noch nie hat er so gelacht, möchte ich meinen, unser Oberförster. Ihr wisst ja nicht, wie viel ich wert bin. Was gibt's denn? 80 Taler. Und selbst tot bringe ich noch 50. Oh. Schön. Ja. Sie haben hier nichts erreicht. Jetzt wollen Sie das Volk auf uns setzen. Ein Steckbrief. Ah. Und suchen Sie nicht? Ah. Du wirst wieder mal bevorzugt. Das sind die üblen Privilegien der Anführer und Prinzipale. Dagegen wird anderswo Revolution gemacht. Zwei Kommissare.